Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute kommt endlich das lang ersehnte Roomtour-Video zum Velocar E-Bike Trike Camper. Ich habe viele Sachen noch verändert und die wollte ich euch jetzt mal so zeigen. Auf jeden Fall hier von außen, wie wir sehen, wenn euch was auffällt. Ich habe jetzt ein Klappfenster hier eingebaut. Wie wir sehen, das sind jetzt Rahmen in Rahmen. Unter anderem das. Dann habe ich hinten den Dämpfer ausgebaut. Das Ganze ist jetzt starr. Und hier habe ich halt alles nochmal schön neu verklebt. Und das ist jetzt auch sowas von dicht. Da läuft hundertprozentig kein Wasser mehr rein. Hinten, wie wir sehen, habe ich zusätzlich nochmal Rücklichter verbaut. Das hat den Grund, ich kann die hier nur von außen bedienen. Und ich möchte auch, wenn es irgendwie regnet, halt die Sachen von innen bedienen. Das heißt, ich habe hier drin noch ein paar Knöpfe eingebaut, Bedienfeld unter anderem. Dann, wie wir hier sehen, liegt hier noch ein Display. Das ist nämlich für die Rückfahrkamera, wie wir sehen. Die habe ich mir jetzt auch gegönnt. Die ist einmal hier montiert und so kann ich auf jeden Fall alles wunderschön sehen. Eigentlich sind die Spiegel überflüssig jetzt, aber dennoch lasse ich die auf jeden Fall dran und mit Spiegel sieht das definitiv noch mal viel besser aus. Dann hier eine kleine GoPro-Halterung montiert. Und äußerlich habe ich jetzt nicht so viel verändert, außer die Kleinigkeiten. Das Schöne ist, dadurch, dass ich das jetzt natürlich starr alles verschraubt habe, können die Räder halt nicht mehr schleifen. Und wenn ich hier dran wackel, da wackelt überhaupt nichts mehr hin und her. Ich muss sagen, dadurch, dass ich halt das alles versteift habe, fährt sich das sowas von gut. Viel, viel besser wie vorher, muss ich sagen. Genau, dann gehen wir auf jeden Fall mal jetzt hier rein. Der Nachteil ist, der Spiegel, wenn die Tür aufgeht, der Spiegel verstellt sich immer und dann, das ist halt wie gesagt so ein Nachteil. Auf jeden Fall, was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt hier wie gesagt ein Klappfenster eingebaut, hier oben nochmal mit so einem Scharnier. Meine Idee war erst, das Ganze irgendwie nach außen zu klappen, aber der Nachteil ist, wenn es dann regnet, wird sofort dieser Stoff hier drin nass. Also habe ich überlegt, das Ganze nach innen zu klappen. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Also wir tun jetzt einfach dann hier oben den Riegel drehen, das nach innen. Das Schöne ist, das ist halt in den Rahmen und das stört mich überhaupt nicht. Ich hatte vorher aus Versehen hier das Stück komplett weggeschnitten, die ganze Tür quasi halbiert. Und dann wollte ich das so nach innen klappen. Aber wie wir sehen, ist das hier mein Anschlagspunkt. Und das hätte so nicht geklappt, also hatte ich nicht überlegt. Das Ganze können wir dann halt problemlos schließen und von innen natürlich immer noch abschließen. Und so kommt auch wunderschön Fahrtwind rein. Und das Coole ist halt, ja, ich habe halt hier ein Fenster, kann Sachen entgegennehmen. Gegebenenfalls, wenn mal einer neben mir fährt oder so, kann ich auch mit dem quatschen. Weil vorher war das Ganze ja nicht möglich. Genau, was habe ich noch verändert? Machen wir mal hier wieder auf. Wie wir sehen, den kompletten Dämpfer habe ich ausgebaut und jetzt habe ich einen Vierkant Profil genommen und das Ganze halt schön da eingespannt und in dem Vierkantprofil ist noch mal eine Holzlatte, damit das Ganze halt noch mal stabiler ist. Dann habe ich hier oben noch mal so ein Rohrteil genommen von dem Elektrobereich. Der Nachteil ist, die Dinger sind extrem laut, wenn die Kette da drin geführt wird. Das regt mich irgendwie ein bisschen auf, aber gut. So, wenn ich jetzt hier das Ganze hochklappe, habe ich hier einmal ein Fach, wo halt mein ganzes Werkzeug drin ist. Das Coole ist, das passt auch hier rein und das stört auch nicht. Also hier links und rechts habe ich Staufächer, wo auf jeden Fall jede Menge reinpasst. Wie wir sehen, Wasserflaschen würden hier locker 4 Stück reinpassen. Jetzt habe ich mir nochmal so einen Blumenkasten geholt und wie wir sehen, habe ich da unten einen hinten montiert. Da ist jetzt Gasflasche drin, 2 Essensdosen, jede Menge Getränke und das Gute ist, dadurch, dass ich das da hinten jetzt montiert habe, ist der Schwerpunkt natürlich hier hinten, liegt dann quasi mehr auf dem Boden auf. Und dadurch ist auch die Fahreigenschaft viel besser geworden. Also ich kipp nicht mehr so schnell um. Eine Idee ist noch von mir.
nochmal zwei Blumenkästen zu nehmen und die dann hier links und rechts zu montieren. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das genau mache. Dadurch, dass ich hier da mein Ablagebrett habe, das war ja ursprünglich geplant, dass das halt hier drauf liegt, aber hier drinnen. Das Problem ist jetzt, wenn ich das Fenster hochklappe, passt das hier nicht mehr hier zwischen. Das würde dann so schräg stehen, das zeige ich euch aber gleich. Aber das Coole ist halt, ich könnte so machen dementsprechend. Jetzt könnte ich meine Sachen holen, wie Essen etc. hier draufstellen, schön köcheln. Wenn ich mal draußen sitzen sollte, habe ich dann hier den Stuhl. Kommen wir jetzt mal zum anderen Teil. Dieses Brett tue ich immer da hinten hin. Das hier tun wir mal kurz wieder richtig machen, bevor die Klappe hier umkippt, fällt. Das Coole ist halt hier dieser Sitz, der sich direkt zur Liegefläche machen lässt. So, gehen wir jetzt mal hier rein. Wie wir sehen, das Fenster, das ist jetzt offen. Und ich kann alles problemlos schließen. Das ist überhaupt kein Thema. Und es kommt halt, wie gesagt, Fahrtwind rein. Der Vorteil ist sogar an dem Fenster jetzt, ich kann die Rückspiegel immer perfekt einstellen. Zumindest nur den linken, weil ich rechts ja kein Fenster oder Türe habe. Aber das stört mich auch ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir jetzt hier die komplette Liegefunktion. Das ist auch alles sowas wieder knapp geplant. Also wie wir sehen, hier dieses Ablagefach. Das stört jetzt hier. Aber wenn ich die Tür jetzt aufmache, also angenommen, das Fenster bleibt auf, kann das Brett runter und das passt jetzt wieder, weil hier die Schräge im Weg ist. Das ist alles immer Zufall, was man baut, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall mache ich noch mal kurz das Fenster jetzt zu. Es geht auch problemlos einhändig. So nach oben, dann drehen und fertig. Das Ganze können wir dann jetzt hier, wie gesagt, zumachen. Na komm, abschließen. Dadurch, dass ich den Sitz nach hinten klappen kann, kann ich mich jetzt auch problemlos noch weiter nach hinten setzen. Ich ziehe einfach mal die Schuhe aus, weil hier alles mit Stoff bezogen ist. Setzen wir uns kurz nach hinten. Machen hier das runter. Und dann kommt automatisch meine Liegefläche runter. Jetzt hätte ich hier mein Brett. Der Nachteil ist, wir haben jetzt halt hier eine Schräge drin, weil ich nicht mit dem Brett hier reinkomme. Eine Alternative wäre nochmal, das Fenster zu demontieren und hier eine kleine Fräsung reinfräsen, dass das Brett da so reinrutschen könnte. Aber muss ich mal schauen. Und hier hätte ich jetzt meine Ablagefläche, hier könnte ich problemlos was essen oder so. Füße einfach nach vorne reinlegen. Und dann einfach nach hinten legen und bequem chillen. Hier oben ist, wie gesagt, meine Handyhalterung, Navigation etc. Hier ist eine GoPro-Halterung. Da kann ich mich von innen halt filmen. Was ich jetzt noch alles verändert habe, wie wir sehen, es sind jede Menge Knöpfe dazu gekommen. Einmal haben wir hier das Zündschloss. Ich werde noch mal kurz Fenster aufmachen, es ist extrem warm. Das Coole ist auch, ich könnte jetzt angenommen, ich lasse das Fenster auf und mache dann so und könnte das dann halt gegebenenfalls kurz so runterklappen und was entgegennehmen oder mal kurz lüften, das ist auch eine coole Idee. Ich überlege mir hier noch eine Kamerahalterung dran zu machen, dass ich die spontan immer mal hier raushalten kann. Auf jeden Fall machen wir das Ganze mal so auf und klappen das dann runter und wieder zu. Genau, hier haben wir halt das Zündschloss, dann haben wir hier einen Knopf, das ist einmal für die hintere Beleuchtung.
Dann hier haben wir eine untere Beleuchtung für da vorne, weil da habe ich auch Krimskrams liegen. Zeige ich euch gleich. Hier habe ich mir jetzt ein neues Display gekauft, was auch die genaue Voltzahl anzeigt. Ich habe das Ganze jetzt nochmal verändert. Ich habe keine 9 Volt Blockbatterie mehr, sondern jetzt ein 12 Volt Akku von einem Bosch, so einen kleinen. Den habe ich jetzt da unten drin liegen. Und wenn wir das anmachen, können wir auch jetzt alles wunderschön ablesen. 12,3 Volt, die Balkenanzeige zeigt er mir. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Saft. Ich glaube, das Ganze würde sogar so mindestens 12 bis 15 Stunden halten. Das Ganze werden wir auch irgendwann mal ausprobieren, eine schöne Nachtfahrt damit machen. Genau. Und das läuft halt auch, wenn das Display aus ist. Das ist einfach nur eine Kontrollanzeige, damit das halt nicht ganze Zeit Energie verbraucht. Hier habe ich jetzt, was ist das nochmal? Gute Frage. Stimmt. Das hier ist für die Rückfahrkamera, denn die Rückfahrkamera läuft jetzt auch über den Akku. Wenn ich das Ganze jetzt mal anmache, können wir gucken, was hinter uns abläuft. Der Nachteil ist, ich habe die hinten verkehrt rum montiert. Eigentlich müsste das Display so sein, aber dann steht das auf dem Kopf. Und das ist hinten schon mit Silikon geklebt. Das ist aber egal. Und so sieht man halt, wie das Ganze hinter sich abläuft. Und ich kann das halt auf Knopfdruck an- und ausmachen. Wenn ich das jetzt mal ausmache und hier das anmache, haben wir hier 12,3. Wenn ich das jetzt anmache, ja, ist kaum Energie weg. Wenn ich jetzt noch die Lampe hinten anmache, da sehen wir schon 1% fällt. Wenn ich vorne noch das anmache, aber das geht eigentlich, hält sich noch alles in Grenzen. Ich habe ja nicht immer alles gleichzeitig an. Genau. Hier, das ist ein Switch-Schalter. Das ist jetzt Folgendes. Ich habe ja hier, wobei ich gehe noch mal kurz auf die anderen ein. Hier ist einmal USB. Hier ist für Ventilator, der hier unten hinten eingebaut ist. Der bringt auf jeden Fall was. Und hier habe ich noch mal einen extra Schalter für das separate Rücklicht, was hinten ist. Was ich euch gezeigt habe. Da, wo ich wirklich zu faul bin, auszusteigen und das immer wieder anzumachen. Und da kann ich das Ganze jetzt mit diesem Knopf lösen. Ich werde noch mal den Lenker hoch machen. So, jetzt seht ihr zwar nicht so viel, aber hier dieser Switch-Schalter, der hat was mit dem Rücklicht zu tun. Denn ich habe jetzt Folgendes gemacht. Das Licht, das Vorderlicht hier, das leuchtet auch jetzt. Das ist jetzt über die 12-Volt-Batterie verbunden. Und wenn jetzt angenommen mal der Akku leer sein sollte, dann habe ich ja quasi kein Licht mehr. Und dieser Switch-Schalter ist dafür zuständig, dass ich dann auf dem Dynamo-Betrieb weiterfahren kann. Also das heißt, wenn Akku leer ist, kann ich dann den Dynamo aktivieren. Das heißt, wenn ich dann quasi fahre, habe ich ja sowieso Strom und dann brauche ich das nicht von meinem Akku zu verbrauchen. Und das finde ich auch richtig gut so, denn wenn ich mal wirklich nachts unterwegs bin und kein Licht vorhanden ist, ist das natürlich nicht so geil. Deswegen habe ich das eingebaut. Hier haben wir halt, wie gesagt, Blinker rechts, Blinker links. Einmal Lichthupe. Fahrradklingel, die hat vorher wirklich nicht viel gebracht hier drin in dem Raum. Das ging eher auf die Ohren, anstatt jemand was anderes gehört hat. Dadurch, dass das Fenster offen ist, können natürlich auch alle problemlos hören. Hier habe ich jetzt Schiebehilfe dran gebaut, maximal 6 km/h. Der Nachteil ist, mir ist gerade eben die Sicherung vom Akku kaputt gegangen und das System lässt sich nicht mehr einschalten. Deswegen kann ich euch halt nur die anderen Sachen so zeigen. Steige ich mal aus und dann drücke ich gleich mal hier diesen Knopf. Ich zeige euch nochmal die Rundumbeleuchtung. So sieht das dann von außen aus, wenn die Tür offen ist. So, jetzt mache ich mal vorne das Licht an. Das zeige ich euch am besten, wenn die Kamera hier steht. Jetzt einmal obere Licht. Dadurch, dass es 12 Volt sind, sind die natürlich jetzt noch mal richtig heller geworden. Dann haben wir Blinker links, Blinker rechts, Warnblinker und
Lichthupe. Die hier würde ich gerne mal testen, wenn es nachts ist, aber es ist ja jetzt taghell. Das werden wir nächste Mal auch ausprobieren. Dann, wenn vorne hier jetzt das Licht an ist, haben wir hier hinten, können wir einmal die halt separat einschalten, wenn man will. Das ist quasi so ein, ja, keine Ahnung. Wenn die mal ausfallen, habe ich auf jeden Fall auch noch Ersatz. Und wenn ich jetzt hier den Knopf anmache, gehen dann die beiden Rücklichter an. Und das hier ist halt der Ventilator. Ach, Kamera ist auch noch an, wie ich sehe. Ah ne, das war jetzt die Kamera. Das hier ist Lüfter. Dann zum Abdunkeln habe ich hier hinten einmal das hier. Das tut man dann einfach da rein und das hält dann auch, wie wir sehen, ist abgedunkelt. Nur für hier die Seiten habe ich leider noch nichts, für vorne und da. Meine Idee ist, so Rollos einzubauen, die man hoch und runter zieht, wäre eine Idee. Habt ihr vielleicht eine Idee, was ich da alternativ nehmen könnte? Am besten so irgendwie Magnetgardinen, wenn sowas gibt, das wäre natürlich optimal. Das heißt, einfach davor pappen. Und wenn man keinen Bock hat, einfach abziehen. Sowas in der Richtung habe ich mal gesucht, aber bislang leider noch nicht gefunden. Ja, und wie gesagt, das Coole ist halt, wenn diese Tür hier offen ist, beziehungsweise das Fenster. Kann ich hier problemlos meine Sachen rausholen, die ich will. Das seht ihr auf jeden Fall im nächsten Video. Was ich euch noch zeigen wollte, war ja, was hier so alles reinpasst. Also hier auf jeden Fall die Wasserflaschen. Dann habe ich hier so einen CO2-Melder. Hier Portemonnaie, Verlängerungskabel. Wenn ich laden will, dann so ein Camping-Adapter, GoPro-Akkus. Da unten sind halt jede Menge Konservendosen, die das ganze Gewicht nochmal auf die Straße bringen. So ist das ganze Fahrverhalten viel, viel besser. Dann, was haben wir hier drin? Wie wir sehen, hier habe ich jede Menge Kleinkram drin. Wie unter anderem ja so eine Dreierdose, Feuerzeug, paar Kabel, Kabelbinder, Zange, Ladegerät. Für den Vorderreifen vorne, weil ich da nicht mit einer normalen Luftpumpe dran komme und Kleinigkeiten. Auf jeden Fall kommen hier noch Sicherungen rein. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen und Tipps habt, was ich da noch rein tun könnte, falls mal was kaputt gehen könnte, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich wüsste jetzt eigentlich nichts mehr. Es kommt ja immer irgendwas hinzu, wenn was passiert. Dann weiß man, aha, ja, das habe ich nicht dabei. Dann tut man das in Zukunft da reinpacken. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr direkt was wisst, was ich da auf jeden Fall direkt mit reinpacken könnte. Dann haben wir hier vorne, wenn wir das jetzt hier aufmachen, hochklappen, sehen wir da unten noch ein bisschen Kram. Einmal habe ich hier dieses Gerät hier, das misst unter anderem Feuchtigkeit, Raumluft etc. Und hier unten ist noch ein, genau, hier der 12 Volt Akku. Der ist jetzt einfach nur so reingeklemmt und das hält aber auch. Ich werde wahrscheinlich noch eine Führung bauen. Dann ist da unten noch eine Powerbank.
Und das Ganze ist halt hiermit verbunden, weil das hier halt mit 2,4 Ampere lädt, genau wie hier oben. Der Vorteil ist, dann ist halt alles schnell geladen. Ja, und das Gute ist, ich klappe das hier einfach wieder zusammen, tue das hier rein, runterklappen und alles ist schön verstaut. Ganz genau. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal, denn es werden viele Touren mit diesem Velocar kommen. Ich bin selber schon gespannt. Ich habe schon ein paar Spots, wo ich hinfahren werde und da könnt ihr dann nächste Mal mit dabei sein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer Marc, haut rein.